Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, Freunde, vielen Dank, dass Sie sich für unser Forum entschieden haben und willkommen auf dem Minenfeld. Unser Thema ist ein kleines Minenfeld, genauso wie das Thema der gesamten Konferenz, glaube ich auch, aber jedes thematische Minenfeld ist gewissermaßen ein Spannungsfeld und deswegen spannend. Also wir reden jetzt hier über eine Spannung zwischen Vision und Realität, zwischen Wirtschaft und Sozialstandards, zwischen Globalisierung und Nationalstaaten. Dafür haben wir ganz spannende Gäste, auch hier auf dem Podium. Und wir haben um einen Input gebeten, Aitor Tinoka Echerona, von der Bewegung Democracia Real Ya aus Madrid. Das ist ein Vertreter von einer Bewegung eben, ne? Und mit entsprechenden Ansichten. Wir freuen uns, dass wir eben diese Ansichten, diese Inhalte auch bei uns ganz selbstverständlich und natürlich hier einfließen können und danach diskutieren mit unseren weiteren Gästen. Aitor hat gearbeitet als Politikberater und als Berater für verschiedene internationale Organisationen, von IMO zu WHO, also auf verschiedenen Terrains und engagiert sich schon seit vielen Jahren in der Studentenbewegung. Wir haben ihn gebeten, einen kleinen Input darüber zu machen, wie er die Herausforderung unserer neuen demokratischen Europäischen Union versteht, vor allem mit Blick auf die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, von denen wir stehen. Herzlichen Dank und willkommen. Thank you. Is it working? Yeah, is it working? Perfect. Okay, first of all, sorry for not speaking German and sorry also for my English, okay? So, what is the point? Intuitively, if we want to have a first approach to what is a social citizens Europe, no? A social citizens Europe will mean a Europe where the citizens come first, no? Not the market, not the financial system, no? A Europe that guarantees the effective access to the common goods, wealthy, and rights. But also where there is a real democracy, not the authoritarian and anti-democratic governance of the so-called Troika, no? The IMF, the European Central Bank, or the European Council. So that would be the opposite to the current European democracy in the debt crisis, no? In which the democratic Troika's governance is being exerted, no? And it is also strengthened and fed back by the financialization process of the economy, no? Which is the current economic and social form of capitalism. This democratic Troika's governance is applying a doctrine, a shock doctrine, no? By austerity biopolicies and bailouts. Bailouts that they are the condemnation for the citizens, no? Its implication, a frontal attack to the pillars of the welfare, of the diverse welfare forms of the European countries, no? The education, the healthcare system, social services, and what we are assisting is the greatest social regression since the Second World War, no? We are assisting to the depredation and expropriation of the common goods, wealthy, and rights in a dispossession capitalistic process of accumulation, and with it the denial and violation of the social rights rights acquired after the Second World War, no? Which its major consequence is the material and existential precariousness of the citizens, no? However, beyond the impact on citizens and the European welfare forms, our models, we are witnessing not only a systemic financial and banking crisis, no? Which is, has been also transformed in a public debt with their respective territorial declinations, no? But also a crisis of the European governance, a change of the power relationships. What we are seeing is a change, a loss of sovereignty, the implementation of this Troika's diktat, for example in Spain with the Memorandum of Understanding, and also the democratization of the politics, no? So this is a crisis also of the politics itself. It's a crisis of representation, no? And this is also the thing that we have been seeing in Spain with the 15M movement, no? In which I participate. We are saying no one represents us, no? And also in the United States, no? With the Occupy movement, no? When they are saying this is how democracy looks like, no?
after analyzing and understanding this context, the power relationships and the strategies and devices that they are working with, we would be able to start thinking how we can construct this European social citizens Europe, no? And we have to do it in common. To achieve it, several processes and measures are needed. We can differentiate it, differentiate them from two moments or logics and by those who perform them, no? In this case, I'm not going to focus or at least at the first moment, from the point of view of the movements or the citizens, which it will be like the citizen that audits, claims, practices, etc., but on the European policy making, no? Despite its current limitations and the democratic deficit and the delegitimization of institutions and agencies, but with a relative leeway if there is a real politic desire to address that, not solve this crisis, no? So, the first logical moment is the resistance, is the defense, no? That would be somewhat more reformist, maybe, no? And therefore, from the political institutional point of view, perhaps more easily able to be implemented. There would be three main areas, no? Debt, social policies, and citizenship. To face the debt crisis, among other measures, we could regulate the financial and essential transactions, to mutualize the debt with eurobonds, to strengthen anti-fraud policies, or make a reform of the European Central Bank. No? Regarding to the social affairs, we need a common social, fiscal, and budgetary policy. This is fundamental, no? Some examples of these social policies could be like the granted pension for people from age 62, a European minimum and maximum common wage, to regulate the proportionality between the upper and lowest wages in corporations and administrations, to implement active employment policies or encourage the job and wealth redistribution, no? And facilitating by this the social and personal work balance, no? And it's also very important, the basic income, no? Finally, regarding to the citizenship, we need a more transparent and open institution, no? Meaning not only open data, but open government and governance. We have to reform and introduce new mechanisms of direct participation according to the network society. But this crisis is also a constitutional crisis, material and formal. Because we have seen, no, this change of the power relationships, but also the constitutionalization of neoliberal principles or the blockage of the constitutional European treaty in 2004. So this crisis is also has a constitutional dimension, no, which leads us to the second moment of logic, no, the construction, the creation process. In this sense, what Europe really needs is a constituent process. This process would be based on the creation or, and recognition of new emergent rights against this dispossession process and against this structural precarity, such as the right to a basic income, to a right to, the right to default to, of the citizens. No? For example, now we can see the corporations, if they are in bankruptcy, if they are not having any income, if they are not having any transfer, they don't have to pay their debts. So we want the same to the people. If we are not having any income, we don't want to pay this debt. No? Or the right to the city and the urban commons. No? On the other hand, the formality of a constituent process of a social citizens Europe is equally fundamental, and it should be granted, geared primarily by three dimensions. No? The first one, a material and social dimension. No? Being the core of this dimension, the reappropriation process of the common goods, wealth, and rights that allow the effective access and exercise of the common rights, and to ensure or quality of life and the personal autonomy of the European citizens from the state or the market. No? The second dimension is related to democracy. A citizens' Europe should have an open, decentralized and co-shared governance, no? Based on this radical democracy. And finally, a territorial and cultural dimension, the most important in which would be the creation of a not a status-centering league, but federated, decentralized, and open, no? That respects and enhances the diversity. Therefore, this constituent process implies the creation of new forms of institutionalization of the commons, a new European common fair based on the commons governance and its radical democracy. Its accomplishment, it's our duty, and also historical responsibility. And I finish with this. Thank you for your attention, also for the conference at the table and the organization. No? Thank you so much. Thank you for that. That's a very interesting perspective.
which we have here from Spain. Francisco Brandner, Francisco, you have gone a long way from working for the Heinrich Böll Foundation, which we are particularly proud of at the beginning, and then working for various NGOs and international organizations, and now you sit, you are in the Green Parliament for the Greens, where at the European Parliament, we're working on that it becomes green. So we'll see in a couple of years. Francisca, we asked you to make a couple of comments on this vision that we have from our colleague on the panel, and maybe also to deliberate about this question of how much nation can we still afford to keep both social standards and economic effectiveness, or maybe we should go to something which is an institutionalized Europe, or the third alternative, as far as I understand you, start from the scratch. Don't look at the nations, don't look at the European institutions, look at the citizens and try to create something totally new. Yeah, thank you very much. I don't know if I should speak English now, German. Whatever is Deutsch? Okay, gut. Green. Wenn man auf Englisch eine Frage gestellt bekommt, ist irgendwie die Tendenz, dann auf Englisch zu antworten, durchaus so. Von daher erstmal herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit zur Debatte. Ich teile zum größten Teil die Analyse von Eitorp. Also natürlich haben wir eine Verschiebung von privatem zu öffentlichen Schulden, von der ärmeren Bevölkerungsschicht zur reicheren. Wir haben eine Debatte darüber, ja, was ist zu groß, um unterzugehen, what's too big to fail. Wir diskutieren nirgends, what's too small to fail. Ja, was wird reguliert? Welche Einheit in der Gesellschaft ist zu klein, dass sie zugrunde gehen darf? Ja, wir haben im Europäischen Parlament versucht, diese Debatte anzuregen, weil wir haben natürlich, wir regulieren what's too big to fail. Und wir akzeptieren als Gesellschaft absolut, dass es eine Größe gibt, ab derer nicht mehr sozusagen man die Bankruptcy oder einfach Scheitern akzeptieren kann. Und wir haben keine Debatte darüber, wo es im Kleinen zu klein ist, also sagen wir, dass eine Person zu stark darunter leidet, dass man eben auch nicht als Staat zulassen kann, dass diese eine Person scheitert. Und dafür auch die gleichen Standards und die gleichen Fragen sich zu stellen. Ja? What's too big to fail? What's too small to fail? Und diese anderen Fragen zu stellen, die wir eben, glaube ich, schon in der Debatte wirklich außen vor gelassen haben. Wir haben viele Debatten geführt zu europäischem Minimum-Einkommen, zum Maximaleinkommen. Ich finde, das ist eine spannende Debatte. Warum reden wir immer nur über Minimum-Einkommen? Was bedeutet Maximum-Einkommen? Das ist natürlich sehr stark verbunden mit der Frage von Steuerpolitik. Europäische Vermögensabgabe, da gehe ich alles mit Eitor. Und dann kommt natürlich für mich die große Frage, und wie soll es zusammenpassen mit Dezentralisierung, die du gleichzeitig forderst? Du sagst einerseits, wir brauchen Economic, Fiscal, Political, you know, Standards, eine gemeinsame Rentenpolitik, wir brauchen einen gemeinsamen Haushalt, alles. Und dann das dezentral zu organisieren, das wird nicht funktionieren. Also da ist einfach, glaube ich, funktioniert nicht. Da ist die Frage dann, und das Zweite, wo ich sagen würde, da ist auch noch ein Konflikt, dass du sagst, Eurobonds, da gehe ich auch mit, sage ich auch klar, Eurobonds sind langfristig notwendig. Aber das hat natürlich sehr starke Konsequenzen für nationale Haushalte und nationale Haushaltspolitik. Wir werden nicht Eurobonds haben ohne Durchgriffsrechte der europäischen Ebene auf nationale Haushalte. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie wird das Ganze dann auch demokratisch legitimiert? Ich finde, dass Danny Roderick, der ist jetzt kein Europäer, aber er hat ja in dem Buch The Paradox of Globalization, weiß nicht, ob manche von Ihnen kennen, hat er, finde ich, sehr spannend herausgearbeitet, dass es drei Faktoren gibt, die Globalisierung, Demokratie und Nationalstaat. Und seine These ist, man kann immer nur zwei von den dreien haben und nie drei gleichzeitig. Man kann nicht nationalstaatlich versuchen, Demokratie zu organisieren und Globalisierung weiter vorantreiben. Er sagt, dadurch scheitert dann die Demokratie. Dann muss der Nationalstaat eben durchgreifen in einer Art, die nicht mehr
demokratisch ist. Oder er sagt, es kann demokratisch gehen, aber dann nicht mehr auf dem nationalstaatlichen Niveau. Oder wir geben die Globalisierung auf und fallen wieder zurück in Protektionismus und andere Sachen. Und ich finde das eigentlich sozusagen die spannende Debatte. Können wir wirklich das, sozusagen diese drei zusammenbringen oder nicht? Ich glaube, er hat recht, man kann sie nicht zusammenbringen. Wahrscheinlich müssen wir eben diese nationalstaatliche Ebene zum größten Teil überwinden und dafür dann aber wirklich nachdenken, wie funktioniert Demokratie dann in einem gemeinsamen Interesse. Und was Eiter auch richtig angesprochen hat, ist zum Beispiel für uns eine ganz große Debatte, wer kontrolliert überhaupt die Troika? Niemand. Ja? Es ist wirklich eine ganz große demokratiepolitische Frage, wo müssen sich die Mitglieder dieser Troika politisch rechtfertigen? Nirgends. Nirgendwo. Sie müssen nicht vor dem Europäischen Parlament kommen. Die Kommissionsbeamte, die daran teilnehmen, müssen nicht sich wirklich dafür rechtfertigen. Dafür kämpfen wir jetzt als Europäisches Parlament. Aber es gibt keinen Ort, an dem es wirklich eine Debatte darüber gibt, wie zum Beispiel die Troika dann hinter die Länder einschätzt, ob sie das erreicht haben oder nicht. Darüber gibt es ja, sagen wir, die liefern ihren Bericht ab und da kann jeder interpretieren, wie er will. Aber es gibt da keinen Ort, an dem die auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden, genauso wenig für die Vorgaben, die sie machen. Und das ist natürlich immer sehr interessant, wenn man die Memorandum of Understanding ja auch liest zu Griechenland oder teilweise jetzt auch oder für Irland, was da drin steht und was da nicht drin steht. Und diese Debatte darüber, diese öffentliche, nicht nur in den jeweiligen Nationalstaaten, nicht nur in Griechenland oder in Irland oder jetzt in Spanien, sondern in der europäischen gemeinsamen Öffentlichkeit, was kommt in so ein Memorandum rein, welchen Weg wollen wir gehen. Diese demokratische Kontrolle, die glaube ich, brauchen wir, sonst werden die nicht langfristig akzeptiert werden. Was wir gerade ausarbeiten im Rahmen von dem Bericht für den Van Rompuy-Bericht zur Zukunft der Europäischen Union, ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man sagt, in der Zukunft werden nationale Haushalte natürlich kontrolliert, europäisch. Und wenn der Haushalt eine Gefahr darstellt für die europäische Währung oder den europäischen Binnenmarkt, dann wird er annulliert. Das wird ja, sagen wir, ist ja der Plan, das wird kommen, das wissen wir alle. Die Frage ist sozusagen, wann, ob das nach der Bundestagswahl kommt. Das heißt, dann wird der nationale Haushalt wird für ungültig erklärt von der europäischen Ebene. Und wie das momentan halt die Pläne eher sind, ist es, dass es der europäische Finanzkommissar sagt, sagt, der Haushalt ist ungültig. Dann müssen die Parlamentarier wieder zurück und dürfen nochmal das Ganze neu machen, wenn sie Glück haben. Und da ist halt unser Ansatz, dass wir dann sagen, das kann nicht einfach nur ein Finanzkommissar sein, sondern dann zum Beispiel muss das nationale Parlament das Recht haben, das europäische Parlament anzurufen und sagen, wir wollen, dass das öffentlich diskutiert wird. Warum muss der Haushalt annulliert werden? Warum ist der Haushalt ungültig? Dass man dann die Möglichkeit für ein nationales Parlament gibt, zu sagen, okay, wir können jetzt darüber in dem Sinne selber, müssen wir das akzeptieren, dass es von der europäischen Ebene kommt. Und wir wollen euch als Europäisches Parlament anrufen, mit uns gemeinsam darüber nochmal öffentlich zu diskutieren. Und eben den, wie auch immer wir heißen wird, Finanzminister oder Finanzkommissar, zur Debatte zu stellen und wirklich da auch aufzufordern, das zu begründen. Wir können uns auch gut vorstellen, dass wir nationale Haushalte gemeinsam in einem gemeinsamen Ausschuss aus dem Haushaltsausschuss aus nationalen Parlamenten plus dem Haushaltsausschuss aus dem Europäischen Parlament gemeinsam vorbereitet, um dann eben zu vermeiden, dass am Ende wirklich einer annulliert wird. Und das sind so die Debatten, wo ich glaube, man muss einfach mal ein bisschen konstruktiver nachdenken, wie kann man die unterschiedlichen Ebenen zusammenbringen, dass es demokratisch wird, weil wir werden die Kompetenzen auch einfach höher ansiedeln müssen, wenn wir diese Form der Solidarität, die ja vorhin zu Recht auch eingefordert wurde, wirklich auch bekommen wollen. Und dann ist die Frage, ob wir das mit allen gemeinsam erreichen. Und da bin ich immer jemand, der sagt, mit 27 sicherlich nicht. Und dann ist eben die Tendenz bis jetzt immer, da machen wir halt Fiskalpakt außerhalb der Verträge. Und man muss einfach sagen, wenn es außerhalb der Verträge ist, bedeutet das Europäische Parlament ist nicht dabei. Und es gibt ja aber die andere Möglichkeit, die ist die der verstärkten Zusammenarbeit, wo dann das Parlament trotzdem beteiligt ist. Und wir sagen, das muss eigentlich der Weg sein, um noch eine demokratische Legitimation dabei zu behalten. Also diese Option zu nutzen, die wurde ja bis jetzt noch nicht genutzt. Die gibt's aber, dafür braucht man auch keine Einstimmigkeit im Rat. Das heißt, 14 können vorangehen, man braucht nicht die Einstimmigkeit, man braucht die Briten nicht, die dann sagen, ihr dürft. Das ist nur eine Außenpolitik so, aber in den ganzen Finanzsteuerfragen können die vorangehen, ohne dass die Briten oder wer auch immer die Finnen oder wer auch immer zustimmen müssen. Und da kann man eben auch die anderen Länder mit einbinden, wie die Polen oder andere, die noch nicht Teil des Euro sind. Und das finde ich schon auch wichtig, dass man da eben nicht in diesen Kluft kommt zwischen Euro-Ländern und Nicht-Euro-Ländern.
und das weiter als gemeinsames europäisches Projekt versteht. Und da hat das mal einerseits nachdenken, wie kann diese Demokratisierung dann wirklich funktionieren und mit wem geht man voran und wie kann man das auch wieder demokratisch gestalten. Aber dass wir andere Ansätze brauchen, eine andere Debatte, ja, das ist immer nur über dieses too big to fail und ja, who will go bankrupt, ja, dass man überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenkt, was sind wirklich die Auswirkungen für die Leute vor Ort. Bei uns in Deutschland, wenn wir unterwegs sind, kriegen wir immer die Frage, wer zahlt für die Krise? Und da ist in Deutschland das Gefühl, wir zahlen für die Krise. Da sage ich immer, nee, die spanischen jungen Menschen zahlen für die Krise, die griechischen jungen Menschen zahlen für die Krise, die irischen jungen Menschen zahlen für die Krise. Eine ganze Generation, die keine Hoffnung hat, die zahlt mit ihrem Leben für diese Krise und für die Verantwortungslosigkeit unserer Politik. Und das ist mal, was wir auf den Tisch legen müssen, was die echten Zahlen sind, was die echten Menschen dahinter sind. Und da die Debatte zu drehen, das halte ich auch für absolut notwendig, um ansatzweise dieses Projekt voranbringen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank für diese. Jacqueline Hernard, Sie sind eine Wanderin zwischen Welten, zwischen Zeitungen. Sie haben lange für die FAZ gearbeitet. Osteuropa war Ihr Schwerpunkt. Also Sie haben, Ihr Blick richtet sich über die Grenzen der EU hinaus hin. Sie haben für die Zeit lange geschrieben und jetzt eben Radio France in Paris. Franziska hat gesagt, die jungen Leute sind diejenigen, die für die Krise zahlen. Und das merken wir. Wir haben ja jetzt auch gesehen in Spanien die Riesendemos mit vielen auch verletzten und auch verhafteten jungen Menschen, die gestern protestiert haben. Protestieren Sie, diese jungen Menschen, für mehr Demokratie oder protestieren Sie dafür, weniger für die Krise zu zahlen? Geht es hier wirklich, also können wir wirklich tatsächlich diese protestierenden Massen mitnehmen durch ein Versprechen einer Sonderbeziehung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Kommissar, der einen Haushalt für nichtig erklärt? Ja, das ist so ein bisschen Institutionenpoesie, nicht? Ich darf vielleicht ganz kurz sagen, dass ich also nicht gewählt bin und auch nicht an der Spitze irgendeiner Bewegung stehe. Ich spreche hier eigentlich nur für mich. Ich möchte aber nicht nur für mich sprechen, weil ich seit ein paar Wochen hier in Berlin bin, habe ich den Eindruck, ich bin hier auf einer Insel angekommen oder ich komme vom Mond. Also wie Sie mögen, jedenfalls, ich komme aus Paris. Frankreich ist ein Partner, der in der europäischen Integration unerlässlich ist. Frankreich ist aber ein Land, in dem eigentlich überhaupt nicht über Europa gesprochen wird. Sie haben mich gefragt, was ist mit den jungen Menschen? In Frankreich haben, man könnte auch sagen, was ist mit den Grünen? Die Grünen haben am Wochenende dafür gestimmt, dass sie gegen den Fiskalpakt stimmen werden. Die ehemalige Vorsitzende der Grünen, eine junge, sehr dynamische, sehr sympathische, sehr europaoffene Frau, jetzt Ministerin für Wohnungsbau, Cécile Duflot, ist überhaupt nicht zur Abstimmung gegangen. Sie hat auf Twitter gepostet, wie gut es doch ist, wenn man Chili con Carne kocht. Also insofern, dass die Debatte über Europa, das ist nun eine Anekdote, aber ich finde, es ist schon bezeichnend, wenn jemand, der an erster Stelle im Grunde genommen in der europäischen Debatte sich in Frankreich befinden sollte, zu derartigen Frivolitäten fähig ist. Und ich möchte das jetzt nicht ad personam weitersetzen, sondern es ist insgesamt so, dass in Frankreich es einfach keine Debatte über Europa gibt. Seitdem ich hier bin, bin ich ununterbrochen bei irgendwelchen Diskussionen, wo viele Menschen sind. Und ich frage mich immer, warum kommen sie? Es ist ja wunderbar. Wir haben da offensichtlich dasselbe Interesse an Europa, an dem Thema. In Frankreich würden sie keinen müde Maus aus der Ecke holen. In Frankreich
gibt es keine Botschafterkonferenz unter dem Titel Zukunft Europa. Es gibt keine Bertelsmann-gesteuerte große Debatte mit jungen Leuten, die im Zuschauerraum dann aufstehen und interessante Fragen stellen. Es gibt eigentlich gar nichts. Die Debatte in Frankreich ist sehr national. Das liegt einerseits daran, dass es in Frankreich die Präsidentschaftswahlen gegeben hat und das natürlich immer ein Moment intensiver nationaler Debatten. Man hätte sich aber vorstellen können, dass es in dieser Zeit auch eine europäische Debatte gibt. Und das hat es eben nicht gegeben. Ja. Es ist eine sehr nationale Debatte gewesen. Und Sie alle werden gestern Karine Berger miterlebt haben, eine junge, sehr viel beachtete Abgeordnete, Ökonomin, Abgeordnete der Sozialisten, die sich in ihrer Debatte, in ihrem Debattenbeitrag mehrmals auf Monsieur Hollande berufen hat. Sie hat immer wieder François Hollande zitiert. Sie hat in dieser Europadebatte überhaupt keine eigene Position hervorgebracht. Und das sage ich nicht weil ich sie jetzt hier in Abwesenheit angreifen will, sondern weil ich glaube, das ist symptomatisch. Es gibt irgendwie keine eigenen Positionen, weil es keine breite Debatte gibt. Es gibt einen Konsens. Franziska Brandner hat eben gesagt, wir müssen die nationalstaatliche Ebene überwinden. Also das in Frankreich nicht. Ja, diese Debatte gibt es gar nicht. So ist es, ja. Es gibt nämlich, warum auch beruft sich Karine Berger auf den Staatspräsidenten, weil er in dieser Europapolitik sich wenig artikuliert. Aber aus der allgemeinen, der kollektiven Erinnerung heraus weiß man, dass er mit Jacques Delors zusammengearbeitet hat und dass man schreibt ihm zu, dass er ein europa-integrationsfreundlicher Sozialdemokrat sei. Tatsächlich hat er jemanden an die Spitze des Außenministeriums gesetzt und einen Europaminister benannt, die bei dem Verfassungsreferendum 2005 mit Nein gestimmt hatten. Insofern, auch wenn wir über eine Verfassungsdebatte sprechen, Frankreich ist überhaupt nicht, also da, sie sind auf einem anderen Schiff. Und da gibt es keine, es gibt kein kleines Schiffchen, was da hin und her fährt. Es gibt überhaupt keinen Austausch. Und das finde ich im Moment eigentlich bedenklich. Das Parlament, Franziska, Sie haben auch so viel über die wunderbare demokratische Kontrolle und die Rolle des Parlaments gesprochen. Ich kann das nur teilen aus meiner ganzen Tradition heraus, der deutschen Tradition heraus, der parlamentarischen Demokratie. Aus französischer Wahrnehmung ist in der 5. Republik, und die gibt es nun mal seit seit 55 Jahren, in dieser 5. Republik ist das Parlament eine Illustration der Politik. Es ist kein Ort der Politik. Aber nicht einmal in dieser Illustration von Politik gibt es Europadebatten. Insofern gibt es da einen strategischen Partner Deutschlands, sie können keinen Pudding an die Wand nageln. Sie können einfach, im Moment ist es wahnsinnig schwer, irgendwo eine maßgebliche oder auch nur marginal maßgebliche Debatte mit Franzosen, mit Frankreich über die demokratische Zukunft Europas zu führen. Einfach, weil es keine vorstrukturierten Gedanken gibt. In den Medien sind die Europasendungen zum großen Teil abgeschafft worden. Es gibt einen wunderbaren Blogger, Jean Quatremer, hervorragend. Und er hat auch immer so 5000 Klicks oder sowas. Aber bitte, was ist das in einer Welt, wo die Franzosen 65 Millionen Einwohner stellen? Also es ist einfach, Frankreich hat starke eigene Sorgen. Zum großen Teil sind es noch imaginäre Sorgen. Es hat aber keine Reformen gegeben wie in Spanien. Es hat es gibt keine offene Schuldenkrise wie in Griechenland. Es gibt aber latent eine dramatische Reformforderung, Reformnotwendigkeiten in Frankreich. Das hängt in der Luft. Es ist während des Wahlkampfs nicht angesprochen worden. Jetzt wird auch die Politik irgendwie vorangetrieben, aber die Menschen spüren, die Franzosen hören ja von den anderen Ländern, aber es ist irgendwie dieser gesamte Konflikt, sie sind nicht eingeordnet in die Spannungen, die in Europa und in der Schuldenkrise herrschen. Und insofern ist es sehr schwer, da einen Dialog aufzunehmen.
Thank you for this. Not very comforting what we hear from Paris. I told that's fine. Nobody's perfect. I told Inoka Girona, my question to you, I mean, you heard now that most of these, the French, you know, one of the leading countries on this continent, they are self-involved. That's what they're dealing with. They're not talking about Europe, they're talking about yourself. And at the same time, you imagine a European vision, a European future, where we would break out from our national perspectives and build something new. I know that movements are not there to actually spell out the policies. They are there to protest. But I would like to challenge you with that and ask you, what are the next steps? Imagine your movement is successful and you have succeeded, and you have to provide a program. What are going to be the three steps that you want to make? And not only three steps somewhere there, but three steps in this particular European context where you have the French who are not, you know, who are self-consumed, and not only French. I would suggest that you are on an island, but you're also on a green island here. We talk a lot about Europe, but in Germany, very many people do not talk about Europe anymore. They talk about their own security, and I don't blame them. So what are going to be the three political steps that you, and without movement or with movement, propose to reach this vision that you are picturing? Okay. First of all, how do we have to understand the crisis? No, always the people is saying, no, this is an economic crisis. No, yesterday we were saying people, they were talking about, no, this is a problem about competitiveness and growth. This is not true. Okay, if you want to work on the growth, okay, you cannot go for growing economy when you are applying these austerity policies. This is the first thing, no? And it's an automatic recession, no? But the thing is, this is not an economic problem that also can be solved. We can do a redistribution of the work and also of the wealthy, and then you will get it, no? Because the people, they will have more money so they can consume, they can buy things. You will reactivate the market, the inner market, okay? But the thing is, it's not just economic. It's not even a financial crisis or a crisis of trust, as they say. No, because now it's a public debt crisis, no, as we were talking before. So what is going on? What is this crisis thing? No, the crisis, it's not but a device of the power for expropriation of the money and dominance. And this is the thing. And how is this device being executed? By three different forms, no? One form, which is transferring, okay, all the financial losses of the markets to the populations, no? How is this working? The thing, it's three different axes. The first one is from the financial markets to the states and its population. The second, it will be the social, no? From the upper and low and middle classes to the lower, to the precarious, no? And also territorial, no? It's from the central European countries, the creditor countries, also to the periphery, no? And before we were talking, no, that here in Germany, no? Who is going to pay the crisis, no? And this is a very important thing. The money that you are paying with your taxes, it's not for rescuing the Spanish people, okay? It's for rescuing the Spanish and financial system and also the rest of the European banks. This is the thing. For us, we don't want to be rescued. For us, the rescue, the bailout, it's a condemnation because it's we will have to pay a debt that it's unaffordable because nowadays it's like the 400% of the GDP of Spain, this debt. So we, for sure, cannot pay this, no? And this is the thing, no? We are in this spiral, no? Of the debtocratic spiral, no? So we cannot afford it. So what we have to do, no? These three important steps, no? The first one, as I said before, the constituent process. And this is not the thing that I'm just saying me, like, not representing, because no one represents us in the movement, no? But also Durão Barroso was talking about this in Strasbourg 2 weeks ago, no? And also they started to do it in 2004. But you can have you explain what you mean by constituent process? Constituent process, how we are going to design the institutions and also the processes that we want for having this open governance and for making this reappropriation of all these common goods, wealthies, and rights. No, this is the thing. How we can manage all together this, no, which is the important thing.
And then constituent process, new institutional forms, and also to make these common policies. No, and for these common policies, you need a common budgetary policy. And this is what we are having. You're saying, no, this is impossible, no, because there are many differences between countries. come to the peaks. Come to Portugal, Italy, Greece, and Spain, and you will see how our policies are imposed, or budgetary policies are imposed already by Europe. Not by Europe, but for this troika, no? But the European Council is the European Union also, no? So we already are having these budgetary policies imposed, no? The thing is, we want this, or we want any other kind of budgetary policies. And it's also important, no? Because it's needed for these social policies, no? Common social policies. Can I ask you one question? You're talking about the institution, you know, the design institution process, right? What you call the constituent process. Who exactly is going to do this? This is the point. Thank you for making this question. because that's why I'm making it. We have to do it by ourselves, by the citizens. This is the thing, no? If they are going to do it, the state, we are saying, this is the point, there's no any difference between a state and market, between public and private. Why? Because the state now is serving to the market, is serving to the capitalistic command. Mm-hmm. This is the thing. We have to overcome this indifference and start thinking in a new paradigm. And this new paradigm is the commons, no? And how are the individual citizens? Okay. How are you gonna involve the French citizens who don't even want to think about Europe? What is gonna happen? Okay, they are also suffering the crisis in many different ways. No, but right. The thing is, they have to be responsible of their situation. No, it's very easy to say, no, it's the policymakers who are guilty. No, it's the bankers who are guilty. You have to take your responsibility about your situation. No, you have to co-share this responsibility, and you have the duty, no, to accomplish what you want to do. Nobody is going to give you anything because, okay, I'm asking for this. Okay, you have it. It's not like that. You have to work on that. No, so now we have the mechanism, no, with the new technologies of information and communication, with IT, to participate. Okay, we are talking always about direct democracy, no? Okay, why we are not having this? Okay, because we think, no, that we cannot put all the people together in the same place at the same time. Okay, that's right. Mm-hmm. But now we can participate through internet, no, from any place at any time. So you can really participate directly, no? Okay. Also, that is very important. If we want a quality direct democracy, participatory democracy, before we need a deliberative democracy quality. And for having this, is also very important to have open data to all that, no? If we are not having open data, we cannot have the other steps. All right, thank you very much. At this point, greetings to our digital audience. We are being live streamed, so everyone you're talking about, we are already in the digital form. A question to you, Francisca. So you heard now the more precise, the proposal, the vision, empowering the citizens, maybe working on more awareness among the citizens. Still the question, who's going to do this? But the more interesting, I think, and more important question in terms of institutional design is the question of subsidiarity. What we talked about yesterday during the session, what Ralf Fuchs talked about, is, I mean, what we're seeing here is already here at this podium, we hear different reports from different nations who differently understand themselves and treat the crisis differently. Are we going to be able to offer them something that will capture their minds and hearts and will be able to bring the fascination for a European project if they in their everyday life they're not confronted with anything that makes them feel as being common? Also, ich glaube, wenn niemand dafür kämpft, wird es natürlich nicht passieren. Das ist ziemlich klar. So, wenn niemand sich dafür einsetzt und alle sagen, es klappt eh nicht, dann klappt es auch nicht. Also das stimmt, da gebe ich Ihnen recht. Und momentan gibt es sehr wenige, die in Frankreich oder Deutschland oder wo auch immer bereit sind, das zu machen. In Frankreich ist Fabius Cazeneuve, c'est un désastre, pour être franc. Ja, es ist ziemlich grausam. Das Problem ist nicht nur noch Deutschland alleine, sondern Frankreich auch. Sozusagen die französische Position, Eurobonds, aber bitte bloß keine nationale Souveränitätsabgabe, wird genauso wenig funktionieren wie das Deutsche. Wir diktieren euch, was ihr macht, aber sozusagen Eurobonds, bitte vergesst es. Das wird genauso wenig funktionieren. Ja? Und eigentlich, finde ich, können sich ja Deutschland und Frankreich ganz gut ergänzen, wenn man jeweils mal Ehrlichkeit in die Debatte bringen würde. Ich glaube, dieser auf Englisch Constituent Process, ja, diesen, sagen wir mal,
das hört sich ja nach Verfassungs in dem Sinne Prozess an, ja, sozusagen wirklich, wir diskutieren wieder darüber, was uns zusammenhält, was uns im Innersten irgendwie zusammenhält. Und diese Debatte, finde ich, muss man auch wirklich anstoßen. Und man ist ja jetzt in dieser ganzen Debatte, ob man wieder einen europäischen Konvent macht. Ich halte nichts davon, wenn man das nach dem gleichen Modell macht wie der alte, wo man dann zwei nationale Abgeordnete, Europaabgeordnete und dann noch ein paar Minister zusammenbringt, sondern wenn, dann muss dieser diesmal wirklich offen und breit sein. Und wir haben die technischen Möglichkeiten dafür. Wir können wesentlich breitere Teile der Bevölkerung einbeziehen und müsste meiner Meinung nach auch frühzeitig anfangen. Und ich finde es teilweise, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich wundert es immer wieder, wenn wir eine Debatte schon in Deutschland haben, wie wir am Ende darüber abstimmen. Ja, gibt es ein Referendum darüber? Gibt es eine Grundgesetzänderung? Was wird Karlsruhe sagen? Wir wissen überhaupt nicht, worüber wir abstimmen sollen. Wir haben überhaupt keine Debatte über den Inhalt, aber schon wieder über das Verfahren, wie am Ende die Deutschen darüber abstimmen. Und da frage ich mich mal, sagen wir, sollen wir nicht von vorne anfangen? Ja, was wollen wir denn überhaupt? In welche Richtung geht es? Bevor wir schon wieder sagen, was wird Karlsruhe am Ende dazu sagen? Und es gibt ja Möglichkeiten, sich stärker einzubringen. Wir arbeiten mit einer Reihe an Leuten daran, zum Beispiel, dass wir jetzt endlich europaweit so etwas Ähnliches hinbekommen, wie was wir in Deutschland mit Kampakt haben oder mit Avaaz, ja, dass man einfach per online und aber auch mit Live-Aktivitäten Einfluss nehmen kann auf europäische Gesetzgebungsprozesse. Jetzt die Bankenunion. Ja, wird die Bankenunion einigermaßen demokratisch gestaltet oder nicht? Das kann man dann abtun als Institutionenpoesie. Aber wenn die Europäische Zentralbank die Aufsicht bekommt über alle europäischen Banken, wer kontrolliert das denn dann? Ich finde, das ist eine berechtigte Frage, die man doch mal stellen darf. Ja? Und es gibt natürlich eine europäische eigentliche Aufsicht, die auch vom Parlament kontrolliert wird, aber die kriegt ja die Aufgabe nicht. Und natürlich ist die Europäische Zentralbank unabhängig, aber das ist ja nochmal eine andere Aufgabe. Und das ist jetzt eine der harten Kämpfe, die es zum Beispiel zu führen gibt. Wird das irgendwo demokratisch kontrolliert, was dann die EZB macht oder nicht? Und in solche Prozesse Kampagnen zu fahren, so wie bei, das bei ACTA oder sowas ja geklappt hat, ja, wo man gesehen hat, Parlament war in großen Mehrheit dafür. Auf einmal gab es bei uns in der Inbox ja, 2000 E-Mails pro Tag, stimmen Sie gegen ACTA. Auf einmal haben die Leute angefangen zu fragen, was ist denn überhaupt ACTA? Ja, so meine Kollegen, die sonst nicht unbedingt sagen, Franziska, kriegst du auch diese E-Mails zu ACTA? Was geht's denn da? Was ist denn eigentlich los? Und auf einmal haben sie gemerkt, irgendwo in, was ich weiß, in Magdeburg gab es eine Demo vor ihrem Abgeordnetenbüro. Und was ist denn dieses ACTA? Ja? Und ich meine, davon müssen wir doch mal einfach mal lernen, dass wir anfangen, uns so zu organisieren, bei einzelnen Themen das Gleiche aufzubauen, zu mobilisieren. Das kann man nicht zu jedem Thema machen, aber ein paar sich spezielle Punkte rauszusuchen und sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel, was ich weiß, Finanztransaktionssteuer ist ja in der deutschen Debatte übrigens schon wieder total vom Tisch. Ja? War vor dem Sommer die große Debatte für das Fiskalpakt. Opposition hat sich gefreut, wir haben die Finanztransaktionssteuer ein halbes Jahr später. Spricht noch jemand davon? So, zu solchen Themen wieder organisations- mobilisationsfähig zu werden, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir immer alle diejenigen, die in Bewegung sind, wirklich haben, sich so zu vernetzen, dass man da es schafft, wieder für ein Europa auch zu kämpfen und einzutreten, was unseren Werten auch wirklich dient. Ich glaube, alle Kampagnen, die einfach sagen, mehr Europa, funktionieren nicht. Ich würde die nicht mehr unterschreiben. Ich würde nicht mehr sagen, einfach nur mehr Europa. Nee, sorry, was da gerade läuft, bin ich nicht dafür. Ich will ja nicht noch mehr davon. Ja, sondern ich möchte Finanztransaktionssteuer, ich möchte eine europäische Vermögensabgabe, dafür kämpfe ich, da brauchen wir auch mehr Europa dafür, aber es ist eine andere Frage als einfach diese Pro-Mehr-Europa-Kampagnen. Die werden in keinem Land funktionieren, davon bin ich sicher. Nicht in Frankreich, nicht in Deutschland, nicht in Spanien. Und wenn wir es da nicht schaffen, einen anderen Diskurs hinzubekommen, andere Kampagnenmöglichkeiten, dass man sich endlich traut, die Kritik aufzunehmen, die es ja auch berechtigt gibt, und da kritisch zu sein, Mut zu haben, diese Debatten zu führen, zu sagen, warum brauchen wir uns gegenseitig? Ja, warum macht es für mich einen Unterschied, wie der spanische junge Mensch eine Arbeit findet oder nicht? Dann glaube ich, werden wir die Europäische Union früher oder später nicht mehr so sehen oder kennen, wie wir sie heute haben. Und wenn Sie mir einen ganz letzten Punkt anhaben, Sie haben gesagt, diese Institutionenpoesie, wenn wir darüber nachdenken, wie kann man das dann demokratisch kontrollieren? Ich glaube, wenn wir nicht diese Debatte führen, und die ist ja vielleicht teilweise dann etwas institutionell, aber so ansatzweise den Leuten zu sagen, wie und wo sollen denn die Debatten dazu geführt werden, wo gespart wird, wo wir Gelder ausgeben, ich glaube, es wird nicht funktionieren. Also wir sind auch viel unterwegs und unser Gefühl ist, das machen die einmal mit, die Griechen, das machen die Spanier einmal mit, aber nicht noch ein zweites Mal. Wenn die immer wieder das Gefühl haben, es ist egal, wen sie wählen, hinterher wird aus Brüssel gesagt, was sie zu tun haben. Kann man langfristig Demokratie abschaffen, aber es wird nicht dazu führen, dass die EU irgendwie zusammenhält. Und manchmal hört sich das
ja, etwas institutionell poetisch an, aber ich glaube, man muss ja einfach auch mal ins Konkrete gehen und überlegen, wie es funktionieren könnte. Ja? Und ganz ehrlich, Subsidiarität. Lasst uns doch mal ehrlich sein. Es klappt doch selbst in Deutschland nicht. Wir kämpfen doch gerade schon wieder davor, das Kooperationsverbot bei der Bildung aufzuheben, weil wir alle merken, es klappt nicht. Ja? So, lasst uns doch mal ehrlich sein. Wir merken selbst innerhalb von Deutschland, es gab eine Föderalismuskommission, die gesagt hat, Länder nur noch für sich. Wir merken ein paar Jahre später, es funktioniert absolut nicht. Wir müssen dringend wieder kooperieren. Ja, lass uns das einfach mal ehrlich sein und sagen, es gibt Sachen, da muss man einfach nur gucken, wie man gescheit kooperiert. Und ich bin jemand, die sagt, wir können auch gerne wieder überlegen, was wir zurückgeben an die nationale oder regionale Ebene. Bei der Agrarpolitik bin ich dafür, dass man viel wieder zurückgibt. Mhm. Ja, ganz ehrlich. Mhm. Lass uns dann auch die Debatten führen, was geben wir wieder zurück. Habe ich kein Problem damit. Mhm. Agrarpolitik können wir anfangen. Mhm. Andere Bereiche genauso, wo ich sage, vor 50 Jahren hat es Sinn gemacht, das zu vergemeinschaften, heute vielleicht nicht. Welche? Wie gesagt, ich finde, bei Agrarpolitik können wir anfangen. Ich finde, es gibt Teile der Normierung, wo man auch sagen muss, zum Beispiel diese ganzen Sanitätsstandards, wo man auch da sagen kann, man kann ein bisschen laxer heute sein, ja, kann man auch wieder einiges zurückgeben. Wenn man mal wirklich durchgeht durch den Katalog, findet man wahrscheinlich einiges, wo man sagt, okay, zu Krisenzeiten, als irgendwie noch Epidemien wirklich in Europa herrschten, macht es sozusagen die jegliche 0,0, echte absolute Null-Toleranz-Grenze irgendwie Sinn. Vielleicht macht das heute nicht mehr so viel Sinn. Dafür bin ich absolut dazu, auf Englisch heißt es Sunset Clauses, ja, dass man für jedes Gesetz, was man verabschiedet, sagt, es gilt jetzt für 10 Jahre oder 5 und danach kommt es wieder auf den Prüfstand, ob das noch europäisch geregelt werden muss oder ob es wieder Nationalstaat, Bundesland, wie auch immer klappt. Immer wieder auf den Prüfstand. Brauchen wir es europäisch? Wenn wir sagen, wir können es immer noch nur europäisch regeln, nicht national, nicht regional, machen wir es weiterhin europäisch. Wir können es wieder anders regeln, geben wir es wieder zurück. Das ist so ein Mechanismus hätte ich, wo man immer wieder überprüft, was macht noch Sinn, was macht keinen Sinn. Damit man auch nicht das Gefühl hat, wir geben einmal ab und wir kriegen es nie wieder. Sondern es gibt die Möglichkeit, abzugeben, zurückzubekommen. Und das wird eben danach entschieden, wo wir überhaupt sonst keinerlei Kompetenzen mehr haben. Wir haben doch einfach das... Wir können es doch alleine nicht, das muss man doch einfach mal zugeben. Wenn Deutschen glauben, sie könnten alleine nur mit China in Zukunft Handel treiben und mit diesem stabilen Land, ja, was ja auch so eine große, glorreiche Zukunft hat, und meinen, das reicht aus für den deutschen Exportindustrie, ja, good luck. Mhm. Vielen Dank. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo man applaudieren kann. Dezentralisieren alleine bringt uns natürlich auch nicht viel näher an diese Vision. Man müsste auch zentralisieren. Und die Vision, die wir hier besprechen, würde bedeuten, dass man auch wichtige Bereiche zentralisiert. Insbesondere, also explizit bei Ihnen in der Vision Fiskalpolitik und Sozialpolitik. Das steht erstmal zur Debatte. Wie sehen Sie das? Also ist das möglich? Insbesondere bei Fiskalpolitik, es ist ja nicht nur Fiskalpolitik, sondern also weitestgehend auch Wirtschaftspolitik der jeweiligen Länder, auch das, was auch Standortpolitiken oder Standortrisiken oder Standortchancen, alles das, was man versucht jetzt, worauf auf Gesine Schwan auch eingegangen ist, sozusagen zu jonglieren, das würde ja dann auch das bedeuten. Und bei sozialen Standards, da kommen wir eben mit den Vorschlägen 62, Rente 62, überall. Minimum Einkommen, überall. Ist das überhaupt jetzt kurzzeitig und kurzfristig realistisch? Vor allem mit dieser Stimmung hier in Deutschland, die wir auch haben, das nicht zu vergessen. Soll ich jetzt Ja sagen? Bitte mit Erklärung und Begründung. Also Fiskalpolitik und Sozialpolitik. Wenn Sie eine themengebundene Debatte nationenübergreifend führen wollen, brauchen Sie Grundbegriffe, auf die Sie sich einigen können. Das ist bei der Debatte in Europa im Moment aus zwei Gründen schwierig. Einmal hat zu jedem Begriff, der eine Rolle spielt, gibt es nationale Traditionen, nationale Empfindlichkeiten, besondere Wahrnehmungen. Also es gibt Bezugspunkte, die man voraussetzt beim anderen, die sich aber nicht unbedingt überschneiden. Das Zweite ist, dass die Termini im Moment ziemlich kompliziert sind, gerade in dieser Fiskaldebatte, dass es
verschiedene naheliegende Begriffe gibt. Fiskalunion, Fiskalpakt, Bankenunion, ESM, all diese Abkürzungen, all diese Verkürzungen von Momentaufnahmen in einer Strategie zur Lösung der Krise, die zum Teil an Institutionen gebunden sind. Ich habe überhaupt nichts gegen Institutionen. Ja. Die werden in verschiedene Sprachen anders übersetzt. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einem hochrangigen deutschen Diplomaten, der sehr viel in Frankreich arbeitet und der plötzlich sagte, ja, wie heißt denn das jetzt, dieser Altschuldentilgungsfonds, genau, ja. Wie heißt denn das jetzt auf Französisch? Dann, es wird unglaublich komplex dadurch, dass die Krise bei ihrer Konstanz gleichzeitig sehr dynamisch ist, dass sich die Begriffe ändern, die Probleme bleiben zum großen Teil, es gibt Ansätze zur Lösung. Also ich sehe diese themengebundene Öffentlichkeit, die ist jeweils mit vielen Anläufen verbunden. Und insofern ist die Zentralisierung auf einem irgendwie gemeinsamen intellektuellen oder inhaltlichen Ansatz ist ziemlich schwierig. Okay, was ist mit, das ist eine sehr, sehr diplomatische Antwort. Was ist mit dem realpolitischen Ansatz? Also ist die möglich? Also der realpolitische Ansatz, wenn ich jetzt wieder mal Frankreich im Blick behalte, sehe ich überhaupt nicht, dass da eine Zentralisierung der Debatte stattfinden könnte. Ich sehe es, wenn ich in Paris bin, da wird nicht über Europa gesprochen. Wenn ich in der Normandie bin, in Alençon, da reden die Leute also zum Beispiel über die Agrarpolitik, da werden sie natürlich auch nicht mit Ihnen einverstanden, Franziska, also da Souveränitätsrechte zurückbekommen, das ist nicht so besonders attraktiv aus französischer Sicht. Ja. Und es gibt aufgrund der französischen Erfahrungen mit dem Referendum, es hat zwei Referenden gegeben, eins 92 zum Maastricht-Vertrag, das ist mit knapper Mehrheit angenommen worden. Das zum Verfassungsvertrag 2005 ist mit einer ziemlich klaren Mehrheit von fast 55% zurückgewiesen worden. In beiden Fällen ist die Debatte ziemlich national geführt worden und es bleiben aus dieser Zeit der intensiven Debatte bleiben Zuschreibungen. Also man weiß zum Beispiel, dass François Fillon, der letzte Premierminister, der jetzt vielleicht die Führung der konservativen Parteiformation übernehmen wird, dass er 92 mit Nein gestimmt hatte. Man weiß immer genau, wer in welcher Abstimmung mit Ja oder Nein gestimmt hat. Und es bleibt so eine Rückkopplung an die Entscheidung von damals gegeben. Andererseits, wo konstituiert sich die Öffentlichkeit zu europäischen Themen? Im Moment hat es eine Reihe von Umfragen gegeben. Was wäre es denn, wenn man heute ein Referendum in Frankreich machen würde zu den Fortschritten bei der europäischen Integration? Wollen wir jetzt mehr Europa, was immer man sich darunter vorstellt? Aber wollen wir die politische Integration vorantreiben? Wollen wir Souveränitätsverzichte, es ist nicht Souveränitätsteilung, die man also jedenfalls nicht auf der politischen Ebene wahrnimmt. Aber sind wir dazu bereit, Souveränität abzugeben für eine gemeinsame Zukunft und für eine stärkere Präsenz in der Globalisierung? Da sieht es so, wenn Sie die Meinungsumfragen sich ansehen, sieht es so aus, als ob die Franzosen bei einem solchen Referendum heute mit Ja stimmen würden. Und zwar ziemlich klar, mit 2/3 der Stimmen. Nun hat es die Debatte noch nicht gegeben, aber das zeigt einerseits, dass die nationale Ebene, dass man mit der nationalen Ebene wenig Hoffnungen verknüpft, dass das Vertrauen in die Lösungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene nicht so stark ist. Und andererseits zeigt es in der Bevölkerung meiner Ansicht nach eine starke Offenheit, die es früher nicht gegeben hat. Es hat im Vorlauf zu den Wahlen jetzt in diesem Jahr gab es eine lange Debatte über das deutsche Modell. Das hat man in Deutschland vielleicht nicht so mitbekommen. Also es war auch, manchen Leuten war das dann lästig und dann wurde also geklagt darüber, dass die Deutschen einem nun ihr Modell aufzwingen wollen und was sie sich denn einbildeten, dass sie sich als Vorbilder sähen und so. Aber das Interessante an dieser Debatte ist, dass in einem französischen Präsidentschaftswahlkampf die volkswirtschaftliche, die gesamtwirtschaftliche
und die politische Organisation eines anderen Landes eine herausragende Rolle gespielt hat. Die Kenntnisse waren nicht beeindruckend, aber man hat versucht, Hartz IV natürlich, aber man hat versucht, die Inspiration für die eigene zukünftige Politik aus einem anderen Land zu beziehen. Und das ist also für französische Verhältnisse eine Revolution. Vielen Dank. So, bevor wir jetzt das Gespräch öffnen und auch einige Fragen aus dem Publikum auch bitten zu stellen, eine kurze Rückfrage an Aitor Tinokai-Gerona. In Ihrem Papier gibt es viel über Bürger, Citizens, ein bisschen über Europe. Aber es fehlen zwei Begriffe, die ich bisher sozusagen in Ihrer Vision nicht gesehen habe, die vielleicht alternativ, aber wenn es um Visionen geht, dann lassen wir uns ein bisschen fantasieren. Ja? Es gibt keinen Begriff von European State und es gibt keinen Begriff von European Union. Sie haben so ein Bild von so Bürgern und Europa, was auch immer das ist. Wenn Sie jetzt diese zwei Begriffe benutzen müssten, Was wäre denn Ihr Traum? Also was wäre denn am Ende dieser Reise, die Sie ja versuchen zu beschreiben und zu erzwingen, ne, durch Ihre Bewegung? Was wäre das Ergebnis? Wollen wir einen Bundesstaat Europa? Wollen wir einen unitären Staat Europa? Wollen wir Europäische Union, Konföderation? Ne? Es gibt ja viele verschiedene Modelle, die am Ende da uns begegnen können. Okay, the thing is that, okay, when we're talking about, because I think the question is how we can accommodate this diversity, no? It's not only a design, no? In political science, what I have studied, it's always the best system, a federated or confederated system, no? So for me, it would be, for me, this is my dream, a confederated European Union, no? Not a federated European Union. And also, okay, if we have to start thinking what will be this design, if we need one chamber, two chambers, whatever, it will be an asymmetrical two chambers, no? But would it really has this function of check and balances, no? But the important thing is that they should be democratic, no? For example, now we are having the European Council, which is not democratic at all, no? It's chosen by the people in their own countries, no? And also, when we have the parliament, it's not a European Parliament. It's a parliament of European countries, which is very different. Now, what we want is, okay, a parliament that any people of all Europe can be elected and eligible and elected to be on the parliament, no? And also another camera, no? Which it will be the Senate, which it will be like a territorial representation. And when I'm talking about territorial, I'm not talking about countries, again. I'm talking about territories. Territories that maybe for one policy, it's a very little territory, but for maybe another policy or any political debate, it can be a wider territory, no? And this is the thing, no? We should have these two different chambers for accommodating this diversity and enhancing also this diversity, no? But if I can move to one thing that we were talking before about decentralization, I totally agree what you were saying, no? The subsidiarity principle, no? In political science, it's also evidence, no? Shown that the most efficient and effective policies in providing goods and services to the population and also to their satisfaction are the closest administrations, no? So this is the thing, no? The closest administration. Maybe it's the municipality, maybe it's the city and not the state, no? And this is the thing. But also decentralization, it's also talking about the policy making, no? And you were talking before, what will make the European people to be illusionated with all this, no? The thing is, okay, you can participate, you can talk, you can discuss, and what you are going to say, it's going to be heard, it's going to be taken account, no? And this is the thing. And also we can see it, again, with the online participation, no? We are seeing now all the people, it's writing its contents and uploading to the net, no? With the blog, also they are saying, I like it, I don't like it in Facebook, they are spreading the word in Twitter. So the people is used to participate, and this is a cultural political change, and it's very important. Wait, is it not too big to be heard? Mm-hmm. Is it not just physically too big to be heard in Brussels? What? Well, you want a Europe where every citizen has a feeling that, say, in Brussels, in the capital, they are heard. Is this structure that we have, 27, maybe soon 28 countries, just too big to make sure that everything you say on the bottom is heard on the top?
But this is what we have to work. But this is what we have to work on, no? How we can imagine these new forms of institutions, no? To take in account all this online participation and all this kind of participation that the people is also reclaiming, no? Because we are seeing that the political parties and also the institutions that we have now in Europe, they are not working for the citizens. They are working for their own interests and also for the banksters. Thank you. Begriffsklärungen, alle Begriffsklärungen kommen hinter das Mikro und dann in Form einer Frage. Wow. Gleich, oder? Super, dann würde ich vorschlagen, dass wir erstmal sammeln. Sagen wir vielleicht vier Fragen sammeln und dann machen wir die nächste Runde und dann die nächsten vier. Also, bitte schön, herzlich willkommen. Für meine Kollegin hinten im Räumchen da hinten, ich werde jetzt sehr kompliziert reden in zwei Sprachen. Stell sich aber auf jeden Fall. Ich bin Phil Hill aus LAG, nicht Europa, Internationales in Berlin. Sergejs letzte Frage an Altor war, was für eine staatliche Struktur soll das haben? Und er kommt mit Confederation und Federation. Und ich übersetze das ins Deutsche aus unserer Diskussion in der LAG mit Staatenbund bzw. Bundesstaat. Was wir jetzt über 20 Jahre also immer benutzt haben. Aber dann beschreibt er unter Confederation, also Staatenbund, etwas, was ich als Bundesstaat verstehe, was ich als Federation, what you describe as Confederation, I think is a federation. I think that a confederation, ein Staatenbund, is what we have now. Das ist das, was wir jetzt haben. Widerspreche Sergej in dem Sinne, ich glaube nicht, dass es eine endlos lange Liste von Möglichkeiten gibt. Es gibt nicht die Möglichkeit eines unitären Europastaates, also China. Ne? Alles wird in Peking beschrieben und sonst hast du Befehlsempfänger in jedem Dorf. Sondern Gott sei Dank ist sowas nicht auf der Tagesordnung. Und ansonsten gibt es nur diese beiden Möglichkeiten. Staatenbund, Bundesstaat. Mhm. Und wir sind jetzt an der Kippe zu entscheiden, welches wir wollen. Also. Wollen wir diesen letzten Schritt nehmen? Und wie die beiden Damen gesagt haben, ist das eine... Ja. Frankreich ist das große Problem. Vielen Dank. Ich möchte bitten, dass wir vielleicht doch sozusagen genderspezifisch hier die Fragen stellen. Also jetzt eine Dame bitten. Wolfgang, es tut mir leid, du kommst dann als Nächster dran. Ja, hallo, ich bin Laura Kruschewski, Stipendiatin von der Heinrich-Böll-Stiftung und ich studiere Französisch und Politik, habe selber 2 Jahre jetzt in Frankreich gelebt. Und ich bin Ihnen, Frau Hénard, so dankbar für Ihre Einschätzung der französischen Europapolitik, weil ich das genauso immer beachtet, also auch gesehen habe, dieser große Pathos, dieses rhetorische Bekenntnis zu Europa, was immer sehr, sehr stark ist, was dann auch immer in starker, also als Gegensatz zur britischen Europapolitik natürlich immer ganz bewusst gesetzt wird. Und dann gestern dieser Auftritt von der Karine Berger, ich habe sie danach leider nicht mehr erwischen können, die halt auf dem Podium, das war die von der Parti Socialiste, die hier saß und sich darüber beschwert hat, dass der französische Kommissar, Monsieur Barnier, nicht ausgewechselt wurde, weil jetzt ein nationaler Regierungswechsel stattgefunden hat, oder also Präsident, und dann halt also diese, überhaupt nicht die Überlegung, dass halt eigentlich ist mal so gedacht war, dass die Kommission europäisch handelt und denkt und nicht national verhaftet bleibt, die da noch nicht mal stattgefunden hat. Und ich denke, dass, also da wollte ich jetzt um Ihre Einschätzung bitten, wie es aussieht. Da haben wir ja auch in Deutschland riesige Probleme. Wenn ein Vorschlag der Kommission kommt, wie wird es im Bundestag praktisch mit dem Frühwarnsystem, wie wird es gehandhabt? Aber ich habe das Gefühl, dass halt in Frankreich, wenn ich mit, ja, ich
ich habe auch viele Freunde bei den Sozialisten, wenn ich mit denen gesprochen habe, dann spielt das eigentlich die Behandlung von Vorschlägen der Kommission in der Assemblée Nationale, spielt halt keine Rolle. Und was kann man da halt machen? Dankeschön. Super, vielen Dank. Und wir haben nur noch 15 Minuten, also ich bitte um lakonische Fragen. Das passt gut. Als Phil sprach, fiel mir ein, er hat mich vor circa... Hallo Wolfgang, Wolfgang ist unser Leiter aus Warschau. Ich noch Büro eingebaut. Warschau. Also Phil hat mich vor ungefähr 25 Jahren mal in den Staaten vor Anarchisten gedolmetscht. Ach, das waren keine Anarchisten. Das war eine bunte Mischung. Ich sag das... So? Ich sag das... So? Nein. Ich sag das... Trotzdem durchaus positiv. Und zwar nur deswegen... Weil manche der Argumentationsrichtungen, die finde ich dann bis heute aktuell wieder. Ich bin zum Beispiel absolut bereit, auf ganz verschiedene Formen von Parteischelte mit einzugehen, vor allem aus einem Land wie Polen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit Citizens und oben im gegenwärtigen politischen Prozess diese Parteienebene so einfach rauslasse. Meine konkrete Frage ist, es gibt einen der für mich produktivsten Vorschläge, transnationale Parteienlisten. Wie weit sind diejenigen, die in dem Prozess unmittelbar drin stecken, dabei? Wo sehen Sie die größten Hürden? Ich bin immer mit dem Zirkelschluss konfrontiert, der für mich nicht aufgeht. Es gibt kein Demos, die Probleme mit der Sprache. Wenn wir diesen Prozess nicht so gestalten, dass das zustande kommt, und er kann nur durch Schritte zustande kommen, dann wird das, was wir vermissen, nie eintreten. Ich erlebe Cohn-Bendit in Warschau, in Polen häufiger. Er tritt dort als Europäer auf, wird als Europäer wahrgenommen. Diese Erfahrung, dieses Profil kann man nicht beliebig multiplizieren, aber man muss den Mut haben, solche Schritte zu gehen, dann werden solche Gedanken eine Chance haben. Danke. Vielen Dank. Wie viele Wortmeldungen gibt es noch? Also Eva, wolltest du auch eine Frage stellen? Ja. Dann haben wir noch 4 Fragen, dann machen wir die jetzt und machen dann eine Abschlussrunde, wo wir auf alle Fragen eingehen. Kurz zuvor, ich danke sehr den Frauen auf dem Podium und auch heute Morgen auf den Frauen fand ich die alle besser, konkreter nämlich als die Männer. Das erstmal so ganz pauschal, ich habe da viel erfahren. Möchte aber trotzdem auch auf eine Frage von Sergej Lagodinsky eingehen, die meines Erachtens völlig nicht beachtet wurde, nämlich unter den Tisch. Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, gefragt, Social Standards and Economic Growth, und auf diesen zweiten Teil ist niemand eingegangen, leider. Und das letzte wäre, was ich gerne fragen möchte, die deutsche Diskussion betreffend. Ich glaube, dass wenn wir jegliche Souveränitätsübertragung an irgendwelche Brüsseler Gremien, sei es Bankenunion, alles Mögliche da noch weiterführen wollen, wird das wieder vom Verfassungsgericht landen. Und ich habe diese Diskussion, dieses Zittern mehrere Monate mitbekommen im Sommer. Und ich denke, dass es wird noch mehr Gauweiler-Konsorten geben, jede Obstruktion angeheizt wird. Und da möchte ich gerne bitten, dass Sie darauf eingehen, wie man auch als Grüne oder sonstige aktive Leute damit umgehen soll. Vielen Dank. Mein Name ist Lanting von den Niederlanden. Ich habe eine Frage über die Franzosen. Sie haben dann erstmals gesagt, die Franzosen sind an einem anderen Schiff. Und ich habe gedacht, die Franzosen, die denken, dass sie an einem anderen Schiff sind. Ja, ja. Sie existieren in einer globalen Zusammenhalt. Und wie ist es möglich, dass sie sich nicht davon bewusst sind, dass was in ihrem Land geschieht, von außen kommt, in großen Teilen von außen kommt, schon weil sie so verknüpft sind mit die italienische Ökonomie. Danke. Vielen Dank. Konkret genug? Super, alles wunderbar. Eva Güstorf nochmal, ich stimme überein wie 1989 wieder vollkommen mit Wolfgang Templin. Das freut mich sehr. Also die Frage europäische Parteienbildung, die habe ich mit einem SPD-Kollegen, nur um zu sagen, was auch versäumt wurde in der Geschichte von vielen von uns, 1989 als der große Umbruch, erweitertes Europa, neues Europa, 1989 angesprochen. Und meiner Ansicht nach ist in den Grünen zwar 2004 in Rom, war ich mit dabei, eine europäische Partei gegründet worden. Aber wenn man sich ansieht, wie schwach
einfach die Grünen in anderen Ländern jenseits von Frankreich, Finnland, Germany sind, dann reicht das nicht als Strategie, auch nicht mal als Anschub, damit es in anderen Parteien passiert. Ich fände es ein großes Versagen der europäisch-grünen Insel hier in Deutschland, wenn wir es nicht schaffen, und da könnte die Böll-Stiftung und Franziska, vielleicht können wir da kooperieren, eine Rolle spielen, wenn wir es nicht schaffen, die nächste Europawahl, ist sie nicht schon nächstes Jahr? Übernächst. Ja, 2014. Nächstes Jahr Bundestagswahl. Die Bundestagswahl darf nicht national verengt laufen. Die Bundestagswahl muss von uns politisch organisiert auf die europäische Öffentlichkeit hin, auf europäischen Konventen jetzt schon strukturiert werden. Das zweite, die Europawahl, wenn man die anders haben will und nicht nur so tut, als sei das Europaparlament die Lösung, so wie es jetzt konstituiert ist, ist es meiner Ansicht nach nicht. Weil es gibt mindestens drei Europaparlamente. Ein Teil arbeitet gegen Europa, ein Teil arbeitet für die Atomindustrie, ein Teil arbeitet für Sozialstandards, der andere dagegen. Also es gibt nicht das Europaparlament als die demokratische Institution, die jetzt nur zu stärken ist. Daher brauchen wir Elemente zur Veränderung der Zusammensetzung des Europaparlaments, Schritte, wie wir die anderen Parteien anstoßen, europäische Parteien zu bilden und den Konvent einfach anfangen. Warum können wir nicht aus Ökologiebewegung, Gewerkschaftsbewegung, Sozialverbänden schon und dann die Indignados, Protestbewegung auf verschiedenen Stufen schon jetzt Konventelemente anfangen? Vielen Dank für die Ideen. Und die letzte Frage. Ja, jetzt ist wieder ein Mann dran, stimmt. Katharina Jenner, die Freie Universität Berlin, und ich würde gerne den Blick nochmal darauf lenken, dass ja die nationalen Debatten offensichtlich alle sehr unterschiedlich voneinander sind und auch sehr unterschiedlich, als man es gegenseitig voneinander erwarten würde. Und was man da deutlich sieht, ist, dass es ja überhaupt keine europäische Öffentlichkeit, keine europäische Debatte in dem Sinne gibt, dass es zum Beispiel eine europäische Presse gäbe, dass es wirklich eine Öffentlichkeit gibt, die auch sichtbar ist für die einzelnen Personen innerhalb der Länder, die sich eben auch mit ihren nationalen Zeitungen zum Beispiel oder mit ihrer nationalen medialen Öffentlichkeit beschäftigen. Und meine Frage ist jetzt, also erstens ist ja eine gemeinsame Zivilgesellschaft, eine gemeinsame Presse und ein gemeinsamer Dialog ja unerlässlich, um irgendwie eine Vorstellung davon zu bekommen, wo man eigentlich hin will, die eben zwischen den Ländern auch vielleicht nicht unbedingt übereinstimmt, aber sich zumindest austauscht. Und meine Frage ist jetzt, wie kann diese Debatte so geschaffen werden, dass eben nicht nur diejenigen, die beruflich oder sowieso an dieser Debatte teilnehmen, sondern auch die anderen, nämlich die Mehrheiten in den einzelnen Ländern damit einbezogen werden. Vielen Dank. Ja, eine breite Palette an noch ungelösten, unbeantworteten Fragen. Ich würde Sie, Jacqueline, bitten, vielleicht anzufangen, ein paar zu beantworten und dann auch zum Schlusswort zu kommen. Ja. Also zuerst ganz konkret, wie funktioniert die Gesetzgebung in Frankreich? Wo werden die Vorschläge der Kommission bearbeitet? Die werden natürlich auch in der Nationalversammlung bearbeitet. Die eigentlich wichtigen politischen Entscheidungen werden aber im Staatspräsidentenamt gefällt. Die Linien werden gezeichnet durch die hohen Beamten, die dort eine Rolle spielen, die Kabinette, das kann man sich irgendwie in Deutschland nicht so richtig vorstellen, wo die Arbeitsstäbe klein sind und dort nicht mehr Macht residiert im Bundeskanzleramt als in den Arbeitsstäben oder bei dem Minister persönlich. Also das ganz konkret. Die nächste Frage, transnationale Parteilisten. Ja, das ist natürlich eine wunderbare Idee. Ja. Aber was machen allein die Grünen, wenn die französischen Grünen auf einer völlig anderen Linie liegen? Ja? Daniel Cohn-Bendit hat gesagt, er zieht sich jetzt mal zurück. Er hat nicht gesagt, dass er die Grünen, dass er austritt oder dass er sich überhaupt nicht mehr um die Grünen kümmern möchte. Aber also er zieht sich jetzt einmal zurück und setzt sein Engagement als europäischer Grüner in Frankreich zwischen, entre parenthèses, also zwischen Klammern. Er ist völlig hilflos vor der, ratlos vor der Situation.
Ja, wie wollen Sie da eine die Grünen hatten diesen Ansatz. Es war eine wunderbare neue Idee. Es sah so aus, als ob das ein Zukunftsmodell sein könnte. Am konkreten Beispiel führt es zu Perplexität. Nächster Punkt, Ihre Frage, Frankreich auf einem anderen Schiff. Wie kommt es, dass Sie sich nicht bewusst sind, dass alle auf einem Schiff sitzen? Ja, Sie sind sich dessen schon bewusst. Es ist nur so, dass es die Auseinandersetzung über diese gemeinsame, diese geteilte Situation in Frankreich nicht gibt. Die Debatte ist rein national. Europa, wie gesagt, findet in der Debatte so gut wie gar nicht statt. Nach der Sommerpause ist der Staatspräsident ins Fernsehen zu einem Auftritt gegangen wie sein Vorgänger, also wieder im Privatfernsehen, wieder mit allen möglichen Vorbedingungen. Also es ist sehr, sehr royal, die Inszenierung. Und er hat bei diesem Auftritt, wo es darum ging, die Linien für die kommenden Monate nach einem für den Euro, für Europa, ja immer noch sehr schwierigen Sommer, nach dieser Sommerpause die Linien für die nächsten Monate zu definieren. In diesem 20, 30-minütigen Auftritt hat er nicht ein einziges Mal das Wort Europa erwähnt. Also, den Franzosen ist schon bewusst, dass sie in einem breiteren Zusammenhang stehen, aber wenn von der Person, die irgendwie die Wortmacht hat und die Definitionsmacht, wenn von dort nicht ein einziges Mal das Wort Europa kommt, dann ist das auch in der anschließenden Debatte beim Kaffeetrinken morgens im Kaffeehaus beim Familienmittagessen oder so, dann ist auch da diese Dimension Europa abwesend, weil das Wort einfach in die Debatte nicht eingebracht wird. Auch wenn es gemeinsame Anliegen sind. Natürlich wollen alle Leute, dass ihre Kinder einen Job haben. Jeder will eine Wohnung haben. Jeder möchte ein anständiges Auskommen haben. Man möchte so wenig wie möglich mit der Verwaltung zu tun haben. Die Politik soll ihre wichtigen Geschäfte erledigen. Man möchte sich nicht in die Einzelheiten des Fiskalpakts oder des Alters Schuldentilgungsfonds einmischen müssen. Wunderbar, wenn das alles irgendwo betreut wird. Aber wenn die europäische Dimension nicht zur Sprache kommt, dann spielt sie eben auch in der Debatte keine Rolle. Franziska. Ja, ich wollte nochmal diese Frage angehen, gibt es überhaupt gar keine europäische Öffentlichkeit? Ich halte es ja mittlerweile für nicht mehr richtig. Ich glaube, wir diskutieren seit Anfang der Krise in allen europäischen Ländern mehr oder weniger ständig das Gleiche. Und wir haben vielleicht unterschiedliche Meinungen, es gibt jeweils interne nationale Debatte, aber die dominierenden Themen sind doch ständig genau die gleichen. Und wir diskutieren die auch in einem gewissen Zusammenhang. Und es gibt pro Land, würde ich mal sagen, die jeweiligen 10 Lügen, ja, zu Europa. Es gibt die deutschen 10 Lügen, wir zahlen für die Krise, es gibt die französischen Lügen, wir brauchen nichts ändern bei uns, ja, es gibt die spanischen. Und jeder hat so seine Lügen und die Behälter und die dominieren die Debatte. Und die aufzubrechen, ist, glaube ich, wirklich Aufgabe auch von uns, also den Politikern, aber auch anderen, ist einfach zu sagen, okay, Leute, guckt mal. Das ist schön, das fühlt sich gut an, aber stimmt leider einfach nicht. Ja? Also es würde mir auch gefallen, wenn es so stimmen würde. Und das ist, glaube ich, was der Unterschied ist. Aber ansonsten zu sagen, wir würden komplett untereinander oder ohne Bezug diskutieren, finde ich nicht. Also es gibt immer auch kleinere Beispiele. ACTA war wirklich in so vielen Ländern parallel genau das gleiche Thema. Es gibt ja auch diese Beispiele, wo man das wirklich dran sehen kann, dass sich sowas herausbildet. Das ist noch nicht vollkommen, noch längst nicht. Aber, aber parallel ist doch nicht zusammen. Nicht es miteinander. Es ist mit Bezügen. Es gibt die Bezüge aufeinander. Jeder weiß, wenn man mit den Spaniern diskutiert, die wissen, wer Herr Schäuble ist. Ja? Ich glaube, vor 10 Jahren hätte niemand sein können, wer der deutsche Finanzminister ist in Spanien. Wie ich mal, bei uns weiß jeder, wer Ministerpräsident in Spanien ist, ja? Wer das in Italien überall ist. Das ist schon, glaube ich, eine andere Wissensstand und Bewusstseinslage. Und man kriegt irgendwie auf einmal mit, wer in die Wahlen in diesen Ländern gewählt. Allein schon die Berichterstattung über die Wahlen in den Einzelländern ist doch schon, also ich finde, es gibt einen Fortschritt. Ich würde noch längst nicht sagen, wir haben diese richtig schöne europäische gemeinsame Alles-Debatte, aber ich finde, man darf auch nicht leugnen, dass wir echt schon ein Stückchen weiter sind. Und dann noch das andere, wo ich auch wirklich finde, dass man immer wieder darauf hinweisen muss, in allen Wahlen seit 2008, in egal welchen europäischen Ländern, haben jene, die
populistische antieuropäische Kampagne gemacht haben, stagniert oder verloren. Jetzt wieder in Holland. Ja, man sieht es wirklich eindeutig, es geht nicht auf. Deswegen auch, ich finde, man muss das einfach auch mal immer wieder sagen, es ist nicht so, als ob alle irgendwie sagen, nur das einfache, Ja gut, aber Ungarn... Aber Ungarn hatte, war das sozusagen der Hauptpunkt, den die als Kampagnenpunkt hatten, war nicht sozusagen raus aus Europa. Das war nicht Orbáns Plattform. Nee, das war nicht Orbáns Plattform. Muss man. Ja, ich habe gesagt, populistische antieuropäische Parteien. Populistische an sich, aber sozusagen die populistische, sozusagen wir raus aus dem Euro, weg mit Europa. Selbst in der französischen Wahl haben wir Mélenchon und Marine Le Pen nicht so gut, also die haben immer noch gut genug abgeschnitten, aber Mélenchon hat längst nicht so gut abgeschnitten, wie alle befürchtet hatten. Und da einfach teilweise auch mal diese Angst zu verlieren und irgendwie, ich sage mal, halte doch die Leute nicht für döver, als sie sind. Ja, ich glaube, dass die Menschen wirklich wissen, dass Deutschland oder Bayern allein in der Globalisierung nicht bestehen kann. Das weiß der Bayer schon irgendwie intuitiv, ja, dass BMW seine Rechnungen nicht im bayerischen Taler stellen wird. Ja, irgendwie das geht schon in den Bauch irgendwo ran. Und das ist immer so mein Plädoyer, haltet die Leute nicht für döver, als sie sind und macht euch endlich auf den Weg, diese echten Debatten zu führen. Ich ganz kurz noch zu diesen transnationalen Listen. Ja, genau. Das EP setzt sich nicht aus, weiß nicht, aus drei Kategorien zusammen, sondern es hat politische Mehrheiten. Ja, die können einem gefallen, die politischen Mehrheiten oder nicht. Ja? Wir sind da leider eher eine kleine Fraktion, die Grünen. Die wird wahrscheinlich tendenziell eher, weiß ich nicht, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber momentan sieht es eher schlecht aus. Ich finde es wichtig, dass man darüber diskutiert, wie auch zum Beispiel die Liste in den jeweiligen Ländern aufgestellt werden. Bei uns gibt es ja Parteitage, da wird eine echte Liste aufgestellt, ob die vorher abgekaspert wurde oder nicht, sei dahingestellt. Aber in vielen der europäischen Mitgliedsländern ist ja noch irgendwie der Parteichef, der abends sagt, ach übrigens, die 10 Leute hätte ich mal gerne im Europäischen Parlament. Ja? Und das macht schon noch einen ziemlichen Unterschied. So merkt man auch einfach in der Qualität der Leute. Und da mal ein europäisches gemeinsames Wahlgesetz zu haben, würde wahrscheinlich nicht schaden. Und gemeinsame Liste ja, wenn es möglich wäre, den Ansatz, wir können ja als Europäisches Parlament, können wir das ja voranbringen. Es gibt dafür aber halt gerade keine Mehrheiten. Der Vorkämpfer, ich sage schon Verkämpfer, hört sich furchtbar an, aber Vorkämpfer ist Andrew Duff, der das ja wirklich auch sehr stark voranbringt und wir den auch unterstützen, aber das ist einfach sehr schwierig. Was ich momentan positiv finde und ich hoffe, dass es auch wirklich funktionieren wird, ist, dass jede große Partei einen Spitzenkandidaten aufstellt und sagt, wenn wir gewinnen, wird er oder sie Kommissionspräsidentin. Das finde ich wäre wirklich ein Fortschritt. Wenn die Sozialdemokratie, ich hoffe, es würde, glaube ich, für Sie sehr gut sein, wenn Sie sagen, Herr Schulz wird für uns der Kommissionspräsident. Übrigens, Alain Désir hat auf dem Parteitag Sozialisten in Frankreich gesagt, es soll Herr Schulz sein. Das wurde in Deutschland leider nicht kommentiert, das fand ich sehr spannend. Von den Franzosen, Konservativen, Herr Tusk. Das, glaube ich, würde etwas ändern in der Debatte, wenn man vielleicht große Elefantenrunden hätte zwischen allen Kandidaten in einem Wahlkampf. Und von daher mal gucken, was die Listen ändern können. Ich bin da eher jetzt pragmatisch für diese nächste Wahl. Bundesverfassungsgericht, ich finde, man muss immer wieder den Leuten vor Augen halten, was die Situation wäre, wenn alle 27 oder 17 Verfassungsgerichte in Europa das machen würden, nur das Gleiche, den gleichen Anspruch hätten, dann wären wir in der Komplettblockade. Und das können wir uns momentan leisten, weil alle anderen das nicht machen. Aber das ist schon eine sehr herausgehobene Stellung. Und ich finde vom Bundesverfassungsgericht immer sehr richtig, dass sie Demokratie hochhalten. Aber sie machen es halt sehr mit einer nationalen Brille. Also ich bin da echt Fan komplett. Ich kann jedes Wort immer, wenn Heribert Prantl über Bundesverfassungsgericht und Demokratie schreibt, kann ich absolut unterschreiben. Wenn er immer sagt, dass im Bundesverfassungsgericht das einfach sagt, wenn es keine feste Mehrheit und Minderheit gibt, ist es nicht demokratisch. Sorry, dann sind die USA nicht demokratisch. Ja? Also was ist das? Unsere deutsche nationale Brille, europäische Demokratie muss genau 100% so ausschauen wie deutsche. Das finde ich echt immer ziemliche Anmaßung. Und ja, wird auch nicht funktionieren. Vor allem wird man dadurch der Demokratie nicht wirklich helfen. Und ganz letzter Punkt, Social Standards. Wir haben vorhin, ich habe ein paar Sachen unterstützt, die angesprochen wurden. Eine Frage, ob man eben europaweit eine Rentendebatte führt, die wird ja auch angefangen, ob man Minimumstandards stärkt bei Lohn und solchen Fragen. Wir sind da eher dafür. Natürlich nicht sozusagen 6,50 Euro europaweit, das wird nicht funktionieren, aber Margen prozentual angesetzt. Ich glaube schon, dass
erlauben Sie mir ganz eine, Reding macht gerade die Debatte zur Quote. Die finde ich auch absolut richtig. Aber andererseits wird von der Europäischen Kommission momentan nichts gemacht, zum Beispiel zur Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern. Die Europäische Union könnte da einiges tun. Frau Reding könnte hingehen und sagen, hier, ich mache was für die Quoten, ich mache aber gleichzeitig Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern. Europaweit 17%, Deutschland ist ja 23%, besonders hoch. Europäische Union hat da Gesetzgebungskompetenz, könnte mal mutig vorangehen. Es wäre so ein Symbol in dieser Krise, mal zu sagen, wir machen was für die ganz normalen Menschen. Ja, wir gehen nicht nur für die Banken, nicht nur für die in den Top-Positionen, sondern für jede und jede von uns machen wir, bringen wir Gesetzgebungen ein. Und das ist schon ein bisschen auch eine Schwäche dieser aktuellen Kommission, dass da in diesem Bereich wirklich gar nichts kommt, gar nichts. Dass man da das Gefühl hat, da ist Leere und dann verstärkt es die Wahrnehmung, die viele von der Europäischen Union haben, dass es eben nur noch einem Teil dient und nicht mehr dieser Dream of Prosperity für alle gilt. Ja. Und wir entlassen dich nicht ohne die Beantwortung der Frage, kannst du rein theoretisch, rein hypothetisch dir vorstellen, Bundestagswahlkampf von den europäischen Positionen statt von sozusagen den Positionen eines Wahlkreises? Tja, das ist mein Ziel. Ich werde schauen, ob ich es vielleicht schaffe in den Bundestag. Ich werde auf jeden Fall dafür in dem Wahlkampf kämpfen und sag mal, ich gehe nach Berlin, um für Europa zu kämpfen. Sehr schön. Jetzt wissen wir, welche Entscheidungen uns bevorstehen nächstes Jahr. Ja, jetzt mit viel Optimismus, mit Pessimismus, mit Desinteresse zurück nach Spanien oder was sind die Eindrücke, die Sie mitnehmen? From here, from Germany, you mean, or from this meeting? From this conference. From this conference. From this discussion. Okay, the thing is that I have heard about talking about Spain, so this is important, no? But I didn't like, and this is true, no? How the people is talking about Spain for this conception of the crisis, no? About who is paying the crisis, no? It's this thing that I tried to explain before, no? That it's not about a confrontation between populations of this country or any other country. It's a confrontation between the power, no? The people who is making these precarious conditions, for example, here in Germany with the mini jobs, that now it's going to be exported to Spain. We are going to have the same thing, no? So we have to really target which is the real, the common target. This is the thing, no? This is a first step, no? For what is the common, this common Europe? Okay, let's see what is the common targets. And after that, we will start thinking how we can work on that, no? With just one thing, answering to his question, no? About federation and confederation, no? For me, the difference is federation, the power, okay, is centralized in the federation government. But in a confederation, the power is in the federated countries, no? And we're talking again about decentralization. That's what we have now. Here, where? In Europe? No, in Europe we don't have any federated or confederated government. We don't have anything at all. We have the council, and for me it's not the same union. We only have an economic union now. We don't have even a social union in Europe. And this is the point, and this is the thing that we should be talking here, no? But this is the thing, no? With a confederation, we want this decentralization to reappropriate some competencies that we don't have now, no? And just to answer also to the question of the girl from, I don't remember the name, sorry, to you. you're saying that there is no this public debate, no? And of course, Francesca, she also answered to that. But the thing is that also in the European institutions you have it, no? In the European Parliament, also in the ECOSOC. The ECOSOC is also a specific institution to work on these kind of things. You have the Civil Society Day, and it's working on that from many years ago, no? Also, we have this European media. We have Europress, we have Euronews, so we have this. But after all this, we also have Internet. I'm sorry to talk again and again about Internet, no? But this is the thing. You don't have this national interest mediatization. No, you can go for what you really want, no? And that's, and the last one, no, about democracy, no, because I'm coming from this movement called Democracia Real, yeah, no? And we want it, no, because you were saying that this democracy is not possible, no? We want the reappropriation of the politics through this direct horizontal and participatory democracy, because it's the only way to take control about the markets and the international institutions. And this is the thing, when we're talking about decentralization, we're talking about, okay, we are the sovereigns, not the states, we the people. And that's it. Thank you. Thank you very much for your openness and for your ideas of all of you here on the panel. Ich glaube,
Ich glaube, was klar geworden ist, wir sind nicht auf verschiedenen Schiffen, wir sind alle auf einem Schiff. Und wir müssen alles dafür tun, damit dieses Schiff nicht Titanic heißt, sondern dass wir unsere Reise einfach gemeinsam fortsetzen. Vielen Dank und viel Spaß noch bei der letzten Podiumsdiskussion dieser Konferenz. Applaus